Ich glaube, man sieht immer unten in der Ecke Screenshot gespeichert. Also die Grafik ist schon geil. Das schaffen wir niemals. Never, ever. Ne. Was? Pass mal auf. Natürlich. Natürlich. Das soll wohl ein Witz sein. Was jetzt? Ja, gute Frage, ne? Ah! Ich dachte gerade, sie fällt runter. Oh, man konnte immerhin Munition nehmen. Hier ist nichts. Oh, das ist auch eine schöne Leiter. Oh je. Das sieht sehr geil aus. Weshalb ich jetzt einen Thumbnail gemacht habe. Das sieht richtig gut aus. Moment mal, ich kletter noch mal ein kleines Stück runter, weil ich das richtig einfangen möchte. Nicht schlecht, also wie die das da hochgezogen haben, das ist schon beachtlich. Ich denke aber mal eher, die haben das so zusammengebaut. Aber wieso sollte man das machen auf dem Land? Es ist zu ruhig. Dachte ich mir auch schon. Vielen Dank, Lara, dass du es so förmlich ausdrückst. War klar. Moment. Moment mal. Sehe ich aber nicht so. Ah, wusste ich gar nicht. Habe aber leider kein Geld dabei. Oh oh. Nein, ich will doch sammeln. Patsch. Wer meine Brüder tötet, muss sterben. Oh, das wusste ich nicht. Halt still, Martin. Oh, das tut mir aber jetzt leid. Als ob ich euch helfen würde, jetzt mal ganz im Ernst. Ui, 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 ui. Nein, komm, geh hoch. Ein Glück, dass da eine Platte war.
Yeah! Ach so! Ach so! Hui! Hui, hui! Hä? Was? Okay. Hui. Und jetzt. Und jetzt. Hui. Au, 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 au. Und geht's wieder weiter oder sind wir jetzt mal... Oh, wow. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt eine ewig lange Sequenz, wo wir immer wieder schießen müssen. Aber zum Glück ist hier unten ein Damm. Das ist schon mal sehr praktisch. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ja gut, kann man sich nicht aussuchen, ne? Ach so, die andere ist leer. Ich verstehe. Die eine Knarre haben wir leer geschossen. Ist jetzt ein bisschen doof. Geschafft. Wo sind sie jetzt? Aber dass wir so viel geballert haben. Gibt's hier noch irgendwas? Hui. Ach, das ist ja krass. Seeminen. Cooles Ding. Erstmal ein bisschen absahen. Hier kann man dann hoch, wie es aussieht. Da vorne. Ja gut, nicht? Die Sau ist abgehaut. Ach nö, ich dachte zwei Pfeile reichen. Naja, die Krabbe tut's auch. Ich höre schon was. Alter! Jetzt reicht's aber! Wie viel willst du noch einstecken? Aber durch das Ferkelchen haben wir hier das Bergungsgut entdeckt. Ja, geil! Endlich wieder Schrotflinten-Upgrades. Da fackel ich gar nicht mehr lang. Noch irgendwo eine. Ich denke mal, wir müssen dann da hoch. Aber... Was haben wir denn hier? Das ist das Lager. Ross, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung... Aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein.
Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Okay. Da, Munition bitte für die... ...14 Schuss, naja. Ah, da sind sie ja. Ah. Noch eins. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Oh, ich glaube, sein Bruder ist im Meer ums Leben gekommen. Ja, also... Ich glaub's nicht nur, ich denk klar, ich denk da ziemlich sicher dran. Und zu denen gehen wir mal in der nächsten Folge. Bis gleich.